So gefährlich wie Alkohol, nur noch schlimmer, weil es für Alkoholkonsum eine Hürde gibt, dafür nicht. Sie sind das, was Zucker für den Körper ist. Ich rede von News. Heute zeige ich dir, warum du keine News konsumieren solltest, warum News dein Leben verschlechtern, dich unkreativer machen und dich schlechtere Entscheidungen treffen lassen. Außerdem zeige ich dir natürlich, was du tun solltest, um die negativen Effekte zu vermeiden. News, also Kurznachrichten aus der ganzen Welt, sind laut Rolf Dobelli sehr gefährlich. Wie gesagt, er vergleicht die negativen Effekte, die News mit sich bringen, mit Alkohol oder Zucker. Wenn du dich jetzt fragst, wie er auf sowas kommt, dann bleib dran. Aber bevor ich dir jetzt verrate, was News explizit bewirken und was man stattdessen machen sollte, würde ich dich erstmal gerne bitten, das Video zu liken, falls es dir gefällt, und meinen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. News sind im besten Fall unterhaltend, sonst aber komplett nutzlos. Denn das, worüber nicht berichtet wird, ist eigentlich das, was wirklich interessant ist. Und desto lauter eine News ist, desto unwichtiger ist sie meistens. Es gibt keine einzige News, die so wichtig ist, dass du ohne sie nicht leben könntest. Und wenn du das mit Büchern vergleichst, ist es eben so, dass ein einziges Buch dein Leben verändern kann und sich einfach positiv auf dein Leben und vor allem dein Wohlbefinden auswirkt. Das sind schon teilweise gewagte Thesen, die Rolf Dobelli in seinem Buch aufstellt. Aber ich muss sagen, für mich leuchtet das ein und darum will ich heute jetzt mal mit dir durchgehen, was jetzt wirklich an den News so negative Auswirkungen hat und was man machen sollte, um das eben zu vermeiden. Ein großes Problem ist eben, dass News die Entscheidungsfindung massiv verfälschen und verschlechtern. News führen eben zu vielen verschiedenen Wahrnehmungsverfälschungen, also Bias. News-Junkies gewichten zum Beispiel Themen ganz oft falsch. So wird zum Beispiel Terrorismus als Todesursache viel zu überschätzt und sowas wie chronischer Stress ganz krass unterschätzt. Britney Spears wird ganz krass überschätzt, aber Atmosphärenforschung unterschätzt. Du solltest niemals eine Entscheidung auf der Grundlage von News treffen. Stattdessen such dir Bücher, Statistiken, lange Artikel, um vernünftig auf Grundlage von Fakten Entscheidungen treffen zu können. Das Problem ist eben, wenn man News konsumiert, erliegt man der Illusion, dass man die Welt verstehen würde. Die Welt ist aber nicht so einfach zu verstehen, wie es vor allem News beschreiben. Quasi alles in der Welt basiert auf komplexen Zusammenhängen und das ist natürlich ein Problem, was man, finde ich, gerade in der aktuellen Zeit sehr viel beobachten kann, dass eben diese komplexen Zusammenhänge einfach keine Beachtung finden und stattdessen sich irgendwelche einfachen Lösungen ausgedacht werden, die halt von vielen Leuten dann einfacher akzeptiert werden, weil es dann eben doch auf einmal alles so einfach scheint. Newsleser fallen dabei auch Overconfidence zum Opfer, weil News eben quasi das Gegenteil von Weltverständnis bieten. Die Antworten, die man in News bekommt, die sind eben einfach häufig falsch. Es gibt außerdem super viele andere negative Bias, die eben durch News hervorgerufen werden, zum Beispiel den Negativity Bias, den Confirmation Bias, den Hindsight Bias und den Availability Bias. Der Negativity Bias beschreibt zum Beispiel, dass Menschen einfach auf negative Emotionen häufig deutlich stärker reagieren als auf positive. Und das ist eben ein Grund, warum News auch diese negativen Beiträge oft posten, weil es eben auch mehr Anklang findet, weil der Mensch eben darauf stärker anspringt. Dadurch senkt der Nachrichtenkonsum aber deine Lebensqualität. Du gehst gestresster durchs Leben, bist gereizter, bist anfälliger für Krankheiten und du wirst früher sterben. Es gibt tatsächlich Studien dazu, dass Newsverzicht zu einem gesünderen Körper und einem längeren Leben führt. Also man merkt tatsächlich physische Veränderungen, wenn du keine News konsumierst. Außerdem verursachen News bei dir exorbitante Kosten, weil sie Zeitverschwendung sind. Und das in dreierlei Hinsicht. Zum einen kostet es dich Zeit, während du die News wirklich konsumierst. Dann brauchst du dann noch Zeit, um dich nach dem News-Konsum zu refokussieren. Und es kostet dich noch Zeit im Nachhinein, weil eben deine Gedanken dadurch negativ beeinflusst werden. Außerdem töten News Kreativität. Pseudowissen, was man eben über die News aufbaut, schränken einfach die Kreativität ein. Die erste Idee, die man zu irgendetwas hat, ist eben häufig was, was man irgendwo schon mal gehört hat. Wenn man dann durch die News so krass beeinflusst wird, sind das einfach schlechte Ideen und teilweise auch viele Ideen, die man so mitnimmt, obwohl die einfach keine gute Lösung sind und damit einen selbst einschränken. News sind außerdem so konstruiert, dass man sich selber keine eigenen Gedanken macht und damit eben auch an Kreativität einbüßt. Außerdem verlangt Kreativität Konzentration und News sorgen eben dafür, da sich auch tatsächlich im Gehirn Strukturen ändern, dass man sich weniger gut konzentrieren kann.
Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den ganzen negativen Ausprägungen, die eben durch den News-Konsum entstehen. Aber ich glaube, jetzt ist dir schon mal klar, dass man tatsächlich auch physische Auswirkungen dadurch feststellen kann und dass du damit vielleicht vorsichtig umgehen solltest. Dann stellt Rolf Dobelli in seinem Buch noch das Konzept des Circle of Competence vor, das von Warren Buffett geprägt wurde. Das soll dir helfen, dich zu fokussieren und damit größeren Erfolg im privaten wie im beruflichen Umfeld zu erzielen. Der Circle of Competence ist quasi für dich persönlich ein Gebiet, in dem deine persönlichen Stärken und Interessen liegen. Und alles, was außerhalb des Circle of Competence liegt, das ist eben das, was dich nicht so interessiert, wo du nicht so gut drin bist und wo du eben keine besondere Stärke für hast. Und Warren Buffetts Lebensmotto ist jetzt, dass man seinen Circle of Competence kennen sollte und da drin bleiben sollte. Und er sagt eben, es ist nicht so super wichtig, wie groß dieser Kreis ist, aber es ist wichtig, dass man einfach einen genauen Trennlinie hat und genau weiß, was da reingehört und was man außen vor lassen sollte. Und wenn man damit zum Beispiel auch seinen Beruf verbindet und sich eben einen Beruf in diesem Circle of Competence sucht, wo man selber sich für interessiert und wo man selber ein Meister drin werden könnte, dann ist das genau die richtige Entscheidung. Und dann sollte man eben sich darauf fokussieren, dass man nur Sachen macht quasi, die in diesem Kompetenzbereich liegen und andere anderen Sachen außen vor lässt. Und das ist eben auch wichtig beim Medienkonsum. Man sollte sich zum Beispiel gründlich recherchierte, gute Artikel oder gute Bücher durchlesen, die eben für die Informationen im Circle of Competence mit reinspielen. Also alle Informationen, die in diesen Circle of Competence passen, sind für dich wertvoll, aber auf der anderen Seite alle Informationen, die da draußen sind, die kannst du einfach getrost ignorieren. Damit würdest du nur deine Zeit und vor allem deine Konzentration verschwenden, die du eben viel besser auf die Sachen im Kreis verwenden solltest. Berufliche Erfolge findest du heute nur noch in einer Nische. Also musst du eben genau deine Stärke definieren und dich darin immer weiter fortbilden, um da quasi der Beste zu sein, um da dann auch beruflichen Erfolg erzielen zu können. Und es wird eben noch gesagt, dass das Beste daran ist, dass es an der Spitze immer einen Winner-Takes-It-All-Effekt gibt. Das heißt, wenn du der Beste in dieser genauen Fachrichtung, in dieser kleinen Nische bist, dann wirst du eben davon auch sehr krass profitieren. Kurzum, du hast entweder die Wahl, ein Fachidiot zu sein, das heißt, du weißt außerhalb deines Faches nicht viel, oder du wirst ein Verlierer sein. Und es gibt viele Beispiele für berühmte Fachidioten. Beethoven, Picasso, Gagarin, Newton und noch viele weitere. Also überleg dir mal, was könnte dein Kompetenzbereich sein? Was sind die Themen, wo du erstens wirklich gut drin bist und zweitens, die dich wirklich interessieren, wo du vielleicht auch einen Job draus machen könntest, wo du dich einfach so viel für interessierst, dass du dich sowohl in der Freizeit als auch im beruflichen Kontext damit auseinandersetzen willst. Und vor allen Dingen noch wichtiger, überleg dir, was außen vor ist. Und aus den Überlegungen hat Dobelli dann eben für sich einen krassen Entschluss quasi gefasst. Er hat sich gesagt, man muss das Ganze mit den News entweder ganz oder gar nicht angehen. Und das heißt für ihn, er wollte komplett auf News verzichten. Das heißt, er will bewusst keine Schlagzeilen lesen, er will bewusst Newsportale aus seinem Leben verbannen und es sich schwer machen, damit überhaupt in Berührung zu kommen. Er hat zum Beispiel seinen Fernseher verkauft, damit er kein Fernsehen mehr sieht. Und auf der anderen Seite hat er aber immer stattdessen viele Bücher dabei, damit er sich eben durch Bücher trotzdem fortbilden kann, aber eben auch einfach lesen kann und Informationen aufnehmen kann. Und daraus entsteht dann eben der 30-Tage-Plan, den Rolf Dobelli eben in diesem Buch vorschlägt und einführt. Das heißt, man sollte 30 Tage ohne News verbringen. Auf der einen Seite sieht man erst nach 30 Tagen wirklich die Fortschritte und die Veränderungen, die das bewirkt. Aber auf der anderen Seite muss man eben 30 Tage durchhalten, um das wirklich zu manifestieren und dabei am Ball zu bleiben. Er sagt, dass die erste Woche, in der man auf News verzichtet, die schlimmste ist, weil man dann eben ständig das Gefühl hat, man wird irgendwas verpassen, man kriegt irgendwas nicht mit und man kann nicht ohne News. Aber ab der zweiten Woche wird man schon selber die positiven Effekte merken. Und zwar ein ganz großer positiver Effekt, wie ich finde, ist, dass durchschnittlich Leute 90 Minuten am Tag damit verbringen, News zu konsumieren. Diese 90 Minuten sind einfach Zeit, die man danach, wenn man keine News konsumiert, besser verwenden kann und damit einfach viel mehr anfangen kann. Ein anderer positiver Effekt ist, dass man, wenn man keine News konsumiert, wenn man irgendwie mit Freunden, mit Familie redet, auch einfach irgendwie spannende Themen für sich hat, die man irgendwie nachfragen kann und natürlich sich auch immer gut was erzählen kann und somit auch direkt Gesprächsthemen hat, indem man eben seine Verwandten, seine Familie, seine Freunde fragt,
was momentan in der Welt so los ist, ob irgendwas Wichtiges war. Und so kriegt man eben trotzdem das mit, was wirklich wichtig ist. Rolf Dobelli sagt eben, dass man in die Tiefe gehen sollte und nicht in die Breite. Es ist nicht relevant, was es für einen riesen Umfang an Informationen heutzutage geht, sondern man sollte sich wirklich auf einen Punkt fokussieren, da wirklich tief reingehen und da dann auch alle Informationen sammeln und der Beste drin werden. Das war's. Ich hoffe, das Video hat dir mal noch so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf News gegeben und vielleicht ein bisschen dich angeregt, deinen News-Konsum so ein bisschen zu überdenken. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen. Dann schreib mir auch gerne mal einen Kommentar, wie dich das jetzt vielleicht beeinflusst hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch zum neuen Video wieder. Bis dahin, ciao.